und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Jugoslawischen oder ex-jugoslawischen Mitbürger. Da haben wir die. Nichts passiert. Wir haben uns erschrocken. der hatte Selbstauskunft genau das Ding ausgefüllt, sagte, nö, Kredite habe ich nicht. Ja, fünf Tage später, als der Banker was auf dem Tisch hatte, rief der mich an, der hat was in der Schufa. So, das ist bei diesen ganzen Internet- und Direktbanken ist das schon ein Killerkriterium. Steht da nicht drin, aber der hat's, dann sagt die Bank, der Kunde hat uns angelogen. Dann hat er schon, ja, Kopf kürzer. So, hier habe ich Gott sei Dank einen guten Banker, der sagt, Mensch, da steht was drin. Sagt er, ich kann nicht erkennen, was, da steht auch kein Betrag, das sieht die Bank nicht. Die sieht nur, dass da was gemeldet ist. Das ist auch manchmal so, dass diese Kredite schon längst abbezahlt sind, ja, aber die Banken sind immer beim Melden der Kredite, sind die immer ganz schnell. Wenn sie aber alles abbezahlt haben, die Löschung, die vergessen die meistens. So, und er sagte, der Banker schon von sich aus, ja Mensch, kann das irgendwie sein, Mediamarkt oder irgendwie so ein Großhändler? Ich so, keine Ahnung, ich rufe den an. Den angerufen und so, nö, ich habe keinen Kredit. Ich so, ja, vielleicht irgendwie eine Anlage oder ein Computer finanziert oder so. Ja, sagt er. Und mir ein schönes Autoradio für 1000 Euro gekauft und da war 0%. Und dann habe ich das gemacht. Ist doch besser, als wenn ich mein Bargeld dahin bringe. Ich so, ja, da hast du vom Prinzip recht. Aber es ist ein Kredit. Ja, bei jeder anderen Bank, ja, hat dem Banker das kurz erklärt. Auflage im Darlehensvertrag, das Ding muss abbezahlt werden. Ja, weil, nur dass Sie den Hintergrund verstehen, der Banker denkt jetzt, der kann sich noch nicht mal mehr für 1000 Euro ein Autoradio leisten. Wie will der sich für 150 oder 250.000 eine Wohnung oder ein Haus leisten? Würden Sie eventuell auch sagen, ja, ist irgendwo nachvollziehbar. Ja? Weil der, wenn er sein Autoradio für 30 Euro im Monat abstottern muss, bisschen doof. Oder? Da kann man ausnahmsweise einen Banker mal verstehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!